Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf meiner Baustelle. Ja, ihr habt richtig gehört, ich baue ein Haus. Ich konnte es mir bisher noch gar nicht vorstellen, aber innerhalb von 2 Tagen haben die Jungs hier den Keller hingestellt und da wollen wir jetzt mal reinschauen. Ich stehe hier zum ersten Mal auf dem Fundament meines Hauses, nämlich der Bodenplatte. Und zuvor hatte ich mich mit dem Bau noch nicht groß beschäftigt, habe da nicht viel Ahnung von gehabt und wurde direkt eines Besseren belehrt, dass halt nicht Keller gleich Keller ist. Diese Bodenplatte ist nämlich der Anfang des Energiesparens. Ich werde in Zukunft eine Fußbodenheizung hier in das Fundament einbauen lassen. Und viele denken sich, warum macht er das? Du gibst doch viel zu viel Wärme ab. Aber genau das ist das Ding. Hier kommt so eine super Dämmung in den Boden, in die Wände rein, sodass hier die Energie überhaupt nicht entweichen kann. Man kann sich das vorstellen, als wäre es wie beim Turnen. Wenn man auf einer Matte landet, wird alles abgefangen. Insofern ist es für mich natürlich wichtig, dass hier die Wärme nicht entweichen kann, weil hier kommt der Fitnessraum an, nebenan die Sauna. Und somit sollte hier ein schönes, gelüftetes und schönes, gedämmtes Klima herrschen. Und ich bin erstaunt, wie schnell der Keller jetzt hier entstanden ist. Mein Camperhaus geht hier in Riesenschritten voran und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie das Haus hier entsteht. Demnächst darf ich auch mal bei der Produktion vorbeischauen und gucken, wie so ein Haus gefertigt wird. Ich freue mich riesig darauf, es bleibt spannend, deswegen schaltet mal wieder ein, kommt vorbei und ich freue mich auf euch.